Und damit herzlich willkommen zur letzten Samstagskonferenz, die lediglich mit 5 Partien bestückt ist. Am 32. Spieltag, es folgen ja noch 2 mit jeweils 9 Partien. Um 15.30 Uhr am Samstag dann die jeweiligen Partien angepfiffen. Unten liefen gerade noch die Parallelspiele durch, wo wir natürlich auch gleich rüberschalten werden. Wir schauen noch kurz in die Gesichter der Frankfurter, die sich davor schützen müssen, nicht noch komplett aus dem europäischen Wettbewerb zu fliegen. Jetzt gehen wir aber erstmal nach Wolfsburg. Hier stellt sich eine extrem prekäre Abstiegssituation für beide Teams. Und besonders für den HSV könnte sie wegweisend sein. Für den VfL Wolfsburg wird sich hier heute noch gar nichts entscheiden. Jedoch der HSV hat den letzten Strohhalm. Und den können sie ganz fest packen. Und an dem können sie sich dann vielleicht gerade noch mal so aus dem Sumpf ziehen. Ab in die Hauptstadt. Da ist Augsburg zu Gast. Beide Teams in der Hauptstadt. Das betrifft die Hertha und das betrifft den FC Augsburg, sind bereits gerettet. Die Augsburger konnten sich mit einem 2:0 gegen Mainz die letzten wichtigen Zähler erkämpfen. Aber auch die Hertha konnte gut aufspielen. 3:0 gewann sie gegen starke Frankfurter, die ja zu Hause in den letzten Spielen gut auftrumpften. Jetzt gehen wir aber erstmal nach Gelsenkirchen. Das letzte Heimspiel gegen Frankfurt im Pokal war wirklich ein Rückschlag für den FC Schalke 04. Das 2:2 in Köln, wieder ein unbefriedigendes Ergebnis. Domenico Tedesco konnte nicht zufrieden sein in der letzten Bundesliga-Partie, die hier in der Veltins-Arena ablief. Gewannen sie jedoch 2:0 gegen Dortmund und darauf möchten sie sich jetzt wieder berufen. Wir geben eine Station weiter nach Freiburg. Und damit die letzte und 5. Partie der Samstagskonferenz. Der SC Freiburg steckt auch ganz tief im Sumpf drin. Einige unschöne Aussagen von Petersen und dem Staff des SC Freiburg möchte man hier natürlich dann auch Taten folgen lassen. Mit dem 1. FC Köln kommt natürlich eine Mannschaft ins Dreisamstadion, das nur noch die Minimalchance auf den Klassenerhalt hat und diese bewahren möchte. Stefan Rutenbeck hat sich auch als fairer Sportsmann gezeigt. Dazu später mehr. Wir geben jetzt erstmal ab nach München. Da geht's bereits los. Und die Frankfurter stoßen an in den komplett weißen Auswärtstrikots. Von rechts nach links der FC Bayern in Rot, von links nach rechts dementsprechend. Und der FCB legt hier gar nicht mal so schlecht los. Sie wollen scheinbar direkt Druck ausüben für Frankfurt. Wie gesagt, geht es noch um die europäischen Plätze. Aber jetzt kommt erstmal Bayern und führt direkt nach 4 Minuten mit 1:0. Sebastian Rudi macht hier unmittelbar nach Anpfiff das 1:0. Da war Frankfurt noch nicht richtig auf dem Platz. Das werden wir uns gleich nochmal in der Wiederholung anschauen können. Das geht viel zu einfach. Wagner ist es dann. Hier der mit dem Abschluss. Radetzky testet und der hat Pech, dass Rudi völlig frei steht und den Ball dann aus kürzester Distanz über die Linie bringen kann. Also 1:0 für Bayern, wir geben zur nächsten Station und warten dann auf das nächste Tor. Wir landen in der Hauptstadt, wir sind hier noch ein bisschen später dran, das dauert ja immer ein bisschen in Berlin. Und Augsburg verteidigt das hier sehr hoch, Kajubi ist erstmal dazwischen, aber Pekarik kriegt den Ball dann aus der Gefahrenzone geklärt. Andrej Duda auf Selke, der ja treffen konnte nach einem fragwürdigen Elfmeter gegen Frankfurt und damit den Sieg einleitete. Den klassenerhaltenen Sieg und jetzt gibt es keinen Strafstoß. Der wird ihm dort nicht anerkannt, denn da wird jetzt natürlich wieder ein besonderes Auge drauf geworfen. Allerdings soll das hier nicht im Fokus stehen. Für beide Teams geht es eigentlich nur noch darum, schön Fußball zu spielen und ein bisschen die Zuschauer zu unterhalten. Wir geben ab. Wo wir in einer deutlich entscheidenderen Ortschaft aufkreuzen, was es angeht, wenn wir über den Klassenerhalt sprechen. Der SC Freiburg. Nach dem 1:0 in Hamburg war man natürlich unzufrieden. Aber darauf darf man keine Blicke mehr werfen, denn das liegt in der Vergangenheit. Der 1. FC Köln
so Rutenbeck am Ende des letzten Spiels gegen Schalke. Sein Platz als Zünglein an der Waage ist ihm durchaus bekannt, denn der erste FC Köln spielt ja auch noch gegen den VfL Wolfsburg, dadurch ein erheblicher Faktor, gegebenenfalls Tor in Wolfsburg im Abstiegskampf, wollte ich sagen. Und da gehen wir jetzt hin nach Wolfsburg. Der VfL führt früh mit 1:0. Daniel Didavi erzielt das wichtige 1:0 gegen den HSV und die Wölfe-Fans sind zufrieden und die ganze Mannschaft feiert zusammen. So ist es passiert, über die linke Seite. Didavi ist viel zu frei in der Mitte, da bekommt er den Ball unbedrängt zugespielt. Pollersbeck ist chancenlos und damit der HSV-Stand jetzt so gut wie abgestiegen. Hier muss der Sieg natürlich her, das war klar. Beziehungsweise ist auch nach wie vor klar, die Ausgangslage steht jetzt aber ganz klar fest. Der HSV braucht 2 Tore, um sich am Leben zu erhalten. Also das erste Tor jetzt auch hier, 2 bereits gesehen in der Konferenz. Wir waren noch gar nicht in Gelsenkirchen, dann gehen wir da mal hin zu Schalke gegen Gladbach. Ein europäisch bedingt sehr wichtiges Spiel für beide Seiten. Der FC Schalke 04 möchte unbedingt in der Champions League bleiben. Es waren vor dem Spieltag noch 7 Punkte Abstand auf den 5. Platz. Das sollte die Elf von Domenico Tedesco auch gut hinbekommen normalerweise, aber er war gar nicht zufrieden mit seiner Elf beim Spiel gegen Köln. Jetzt kommt auch erstmal Gladbach, die sich hier mit einem Sieg perfekt positionieren können, um nochmal an Rang 7 und dem gegebenenfalls qualifizierenden Europa-League-Platz zu schnuppern. Auf der anderen Seite jetzt Schalke mit dem Angriff. Tor in Freiburg, da wollen wir natürlich hin. Der erste Fußballclub Köln steht kurz vor dem Abstieg und der SC Freiburg führt mit 1:0. Tim Kleindienst mit dem so wichtigen Treffer für die Breisgauer. Da steigt er am höchsten. Lässt Timo Horn keine Chance. Petersen ist auch noch dabei, irritiert Dominik Maroso ein wenig. Und damit der Sportclub in Führung. Das erste Saisontor für Kleindienst. Und es kommt keinen Moment zu spät. Also jetzt schon unten einiges los in der Tabelle. Wir geben aber erstmal wieder nach München. Da steht es auch schon 1:0 für den Gastgeber. Wo aber gerade die Frankfurter gar nicht so schlecht nach vorne kamen. Jovic mit dem Abschluss zwingt das Sven Ulreich durchaus zu einer ansehnlichen Flugparade, macht er souverän. Ist ja noch in der Diskussion, ob er mit zur WM fahren soll. Dieser Eckstoß von Fabian jetzt aber zu schwach getreten. Eine recht ausgeglichene Partie nach 20 Minuten. Der FC Bayern konnte natürlich durch das frühe Tor profitieren. Doch auch Frankfurt macht hier einen vernünftigen Job, lässt wenig zu, läuft aber diesem 1:0 seit der 4. Minute Schalke. Eben hinterher ab nach Schalke. Da ist ein Tor gefallen. Die Gäste führen. Lars Stindl in der 23. Spielminute schlägt zu, ebenso wie Tim Kleindienst in Freiburg. Netzt da ein per Kopf. Das ist, wenn man genau hinschaut, sogar eher die Schulter. Dürfte ihm aber relativ egal sein. Sein 7. Saisontor, nachdem der Torfluch am letzten Freitag gegen VfL Wolfsburg geplatzt ist, ist er jetzt wieder erfolgreich. Da scheint der allgemein bekannte Knoten geplatzt zu sein. Aber was ist mit dem FC Schalke 04 los? Sie kommen noch nicht so gut in die Partie, konnten sich nicht wirklich starke Chancen erarbeiten und dementsprechend geht dieses 0:1 auch in Ordnung. Raphael hatte nach 11 Minuten circa sogar noch einen gefährlichen Lattenschuss, der nicht zum Treffer reichen sollte. Jetzt aber die verdiente Führung für die Gäste. Schalke kommt allerdings jetzt auch nach vorne. Jevgen Konoplyanka, doch Vestergaard kann das erstmal klären. Es steht hier nach einer knappen halben Stunde 0:1 aus Sicht von Schalke. Wir geben eine Runde weiter ins Olympiastadion, wo es nach wie vor 0:0 steht und die Partie eine gänzlich chancenlose bis dato
ist jetzt wirklich mal die erste Möglichkeit. Schauen Sie sich das an. Marco Richter, das ist absolut harmlos. Aber man denkt, beide Teams können hier doch befreit aufspielen. Eine spannende Partie, eine begeisternde Partie. Den Fans liefern, aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Jetzt gibt es mal Eckstoß für die Hertha. Vielleicht jetzt mal die erste Annäherung auch von den Gastgebern. Sie werden nach dem 3:0 gegen Frankfurt natürlich wieder einige Euphorieschübe in die Hauptstadt gebracht haben. Aber okay, so wie es jetzt bislang aussieht, auch dieser Eckball wird nichts. Wir geben ab. Wo der HSV gerade eine richtig gute Möglichkeit zu bieten hatte. Luis Holtby jetzt auf der anderen Seite, aber Wolfsburg doch. Es wird geklärt. Und der HSV bestenfalls vor der Pause noch den Ausgleich erzielen. Sie sind hier nicht die schlechtere Mannschaft, haben einige Möglichkeiten. Hätten durchaus den Ausgleich schon erzielen können, aber jetzt kommt wieder erstmal die Gastgeber. William mit der Flanke, Origi zieht direkt ab. Wir schauen nochmal drauf und dann geben wir ab nach Freiburg. 35 Minuten gespielt, der Sportclub schwimmt noch auf dieser Euphoriewelle des 1:0 mit, müssen das jetzt auch mitnehmen, um vielleicht das 2:0 sogar noch vor der Pause zu erzielen. Das ist jetzt aber erstmal eine zu schwache Flanke, doch Tim Kleindienst haut sich rein. Eine leidenschaftliche Partie von beiden Teams, sehr engagiert geführt. Der erste FC Köln scheint aber momentan nicht die Mittel zu haben, den Sportclub, der defensiv sehr kompakt und diszipliniert spielt, zu knacken. Und jetzt ist wieder abseits, Terodde schon zum dritten oder vierten Mal in dieser Partie in der verbotenen Zone. Wir geben nochmal vor der Pause nach München. Wo auch die Eintracht aus Frankfurt eine engagierte Partie liefert, auch den 1:1 Ausgleich schon durchaus hätten erzielen können. Aber es steht eben gegen clevere Münchner 1:0. Das hat auch gegen Hannover gelangt. Eine sehr disziplinierte Partie. Und am Ende gewinnt man dann trotzdem 3:0. Das ist eben der FC Bayern, wie er leibt und lebt. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass Niko Kovac hier zu Gast ist in seiner zukünftig neuen Heimat ab der kommenden Saison. Aber da möchte man auch gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Das sei jedem Tor in Wolfsburg überlassen. Jetzt gehen wir erstmal nach Wolfsburg. Da ist vor der Pause noch ein Treffer gefallen. Ganz wichtiger Treffer für Wolfsburg. Yunus Malli mit dem 2:0 für den VfL und für den HSV. Wird es gerade richtig zappen? Duster. Die Gäste sind hier nicht die schwächere Mannschaft, aber sie verteidigen hier etwas zu leichtsinnig. Und dann ist Malli mit seiner Schusstechnik da, macht das 6. Saisontor und damit ein perfektes Resultat nach 45 Spielminuten. Der HSV hätte auch schon führen können, doch der Ex-Trainer Bruno Labbadia hat hier gerade die deutlich besseren Karten. Es ist noch etwas zu spielen, jedoch ist jetzt doch schon der Halbzeitpfiff ertönt. Der VfL Wolfsburg steht also super da, muss dieses 2:0 in den 45 Minuten, die noch folgen werden, verteidigen mit Leib und Seele, was sie eben davon noch bringen können. Der HSV hat einen Kraftakt, einen riesigen zu bewältigen. Ab in die Pause, wir schauen nochmal auf die Tore. Jo, und die Halbzeitergebnisse seht ihr hier im Überblick. Es kommen gleich nochmal alle Tore, die bislang gefallen sind. Jetzt erstmal Bayern gegen Frankfurt, da steht es 1:0. Sebastian Rudi nach 4 Spielminuten drückt er den Ball über die Linie. Letzte Woche schon getroffen in Hannover, hier macht er es wieder. Auch Freiburg führt 1:0. Tim Kleindienst per Kopf in der 19. Spielminute springt höher als Marot und lässt Timo Horn keine Chance. Dann schauen wir noch nach Gelsenkirchen. Da führen auch die Gäste mit 1:0. Lars Stindl per Kopf nach 23 Spielminuten bzw. per Schulter. Und dann noch in Wolfsburg 2 Tore bereits gefallen. Didavi mit dem ersten nach 12 Spielminuten. Und dann folgte eben vor der Pause noch das 2:0 von Yunus Malli. Keine Chance für Pollersbeck und damit die
Halbzeitresultate, wie eben gesehen, mit denen es dann in den zweiten Durchgang geht. Vorher möchte ich immer noch mal kurz Werbung machen für Quotenwilli Sportwetten. Checkt den oben in der Infokarte aus. Der macht es sehr interessant und sehr unterhaltsam. Wenn es euch bei mir gefällt, Abo und Daumen würde mich ebenfalls freuen. Und morgen dann, wie gewohnt, die komplette Prognose zum 32. Spieltag. Wir sind zurück in der Hauptstadt. Hier geht es direkt wieder los. Es steht noch torlos. 0:0. Die einzige Partie, die bislang noch keinen Treffer zu bieten hatte. Kein Wunder bei den fehlenden Chancen. Augsburg tendenziell etwas besser, doch im Großen und Ganzen hätten auch sie sich noch nicht die Führung verdient. Jetzt allerdings muss man diese Aussage revidieren. Der Augsburger FC startet gut in die zweite Halbzeit. Ab nach Gelsenkirchen, wo Schalke dem 0:1 hinterherläuft und sich über ein langweiliges 0:0 zur Pause möglicherweise sogar gefreut hätte. Jetzt kommen die Königsblauen. Jedoch von der linken Seite per Eckstoß Caligiuri, der schon gelb verwarnt ist, legt sich den Ball zurecht und ist eventuell dafür zu haben, den Ball auf Naldos Kopf zu legen. Nein, Sommer hat aber Probleme. Schauen wir uns hier nochmal an. Ja, muss er eigentlich fangen, aber es ist ja nichts draus passiert und jetzt die Schalker im Abseits. Ein wenig sinnbildlich für diese Partie. Gladbach macht das clever, lässt nicht viel zu und der FC Schalke 04 agiert über die, ja jetzt 52 gespielten Minuten, sehr unglücklich und etwas unbeholfen. Gibt es jetzt aber nochmal eine Möglichkeit, bevor wir eine Station weiterschalten. Konoplyanka ist das, Konoplyanka! Aber Sommer hat keine Probleme, den zu fangen. Wir gehen nach Wolfsburg, da steht es 2:0. Und der HSV hatte gerade eine exzellente Möglichkeit. Castells, gerade so rettet er den Ball noch, sodass der Ball nicht zum 2:1 ins Tor ging. Und der HSV ist hier nach wie vor dran. Eigentlich die bessere Mannschaft, aber was bringt es einem, wenn man auf dem 17. Tabellenplatz steht? Da müssen die Tore, da müssen die Punkte her. Und ein 2:0 jetzt noch aufzuholen, das dürfte schwierig werden. Der VfL hatte eine Serie zwischendurch von 3 Spielen in Folge ohne Gegentor. Das hatte sich gegen Gladbach wieder relativiert. Schauen wir mal, was der HSV noch bringen kann. Brooks klärt die Situation. Wird es nochmal heiß? Nein. In München war es aber gerade heiß. Fast das 2:0 von James Rodriguez. Doch Lukas Radetzky muss nicht eingreifen gegen diesen starken Linksschuss. 56 Minuten hier von der Uhr. Und die Eintracht schlägt sich gut und nichtsdestotrotz liegen sie hier seit der 4. Minute mit 1:0 hinten. Kein Resultat, das man in München so besonders in der Anfangsphase erfahren möchte, haben aber auch einige Chancen seitdem schon gehabt. Jetzt vielleicht die nächste Möglichkeit, Robben aber im Abseits. Radetzky fängt den Lupfer zur Not auch ganz einfach auf. Wir gehen zur nächsten Station nach Freiburg, wo der SCF kurz vorm 2:0 steht und hier unbedingt den vorentscheidenden 2-Tore-Vorsprung erzielen möchte. Wir schauen hier nochmal auf eine Situation, das war nicht wirklich eine Torchance, aber fast Petersen dann da, der den Ball über die Linie nur noch hätte drücken müssen, aber er war ein Schritt zu weit entfernt. Es gibt aber Eckstoß von der rechten Seite bei wunderbarem Breisgauer Wetter. Das ist man ja so gewohnt an der Dreisam. Doch der Ball kann erstmal geklärt werden. Wird es nochmal heiß? Köln jetzt eventuell mit einer Konteraktion über Dominik Heinz. Das dauert aber lange. Der SCF ist schon wieder geordnet. Cordoba kriegt den Ball trotzdem zu Hector, der ja verlängert hat. Ein gutes Zeichen. Und jetzt vielleicht Risse über die rechte Seite und das war richtig gefährlich. Gibt Eckstoß, Cordoba ist nicht mehr dran gekommen, das war stark verteidigt. Schwolo wäre wohl ohne Chance gewesen. Wir schauen noch auf den Eckstoß von Marcel Risse. Nein, schauen wir nicht, weil es noch einen Wechsel gibt. Terodde geht runter, fragwürdig, aber okay. Özkan kommt, Terodde geht und jetzt gehen wir in die Hauptstadt. Marvin Plattenhardt sehen wir hier mit der perfekten Chance zum 1:0. Das wäre aber absolut aus dem Nichts gewesen.
Und trotzdem hätte es Pal Dardai mit seiner Elf genommen. Doch Augsburg, die bessere Mannschaft, und kommt hier wieder zum Abschluss. Gregoritsch, der das 1:0 gegen Mainz erzielen konnte, testet Rune Jahrstein. Doch Hertha kriegt die Situation hier gerade nicht geklärt. Das ist jetzt Heller auf Sergio Córdova. 0:1. 65. Spielminute, der Gast aus Augsburg führt, und das ist mittlerweile hochverdient. Wir haben am Anfang der zweiten Halbzeit den Aluminiumschuss von Michael Gregoritsch gesehen, und jetzt geht das schon in Ordnung. Hertha ist zwar etwas stärker geworden, den Freistoß von Plattenhardt haben wir soeben gesehen. Jetzt ist Córdova zur Stelle, lässt Jahrstein keine Chance. Der Gast führt mit 1:0, ebenso wie in der Felddienstarena. Deswegen gehen wir jetzt mal nach Gelsenkirchen. Und Gladbach, die bessere Mannschaft, führt hier hochverdient mit 1:0. Der FC Schalke 04 tut sich weiterhin schwer, weil die Elf von Dieter Hecking sehr gut nach vorne und nach hinten arbeitet und immer wieder die Schalker Mannschaft komplett befeuert. Domenico Tedesco kann damit aber nicht zufrieden sein. Das ist nicht der Anspruch, den man dort in Gelsenkirchen auf Schalke hegt. Jetzt ist hier Stindl im Abseits. Eine Fußspitze ist das. Richtig gesehen. Meier mittlerweile eingewechselt. Holt sich den Ball auch symptomatisch, dass er den holt. Denn die Innenverteidiger sind häufig vorne zu sehen. Aber das dauert hier extrem lange. Wir geben weiter. Wo der HSV 20 Minuten vor dem Ende endlich mal den Anschlusstreffer erzielen müsste. Ein 2:2 wäre schon eigentlich deutlich zu wenig. Und jetzt fast die Entscheidung. Pollersbeck hält den Ball. Aber auch ein 2:2, wie gesagt, würde nicht viel bringen. Der Sieg muss her. Und 3 Tore in 20 Minuten stelle ich mir doch relativ schwierig vor. Unmöglich ist nichts, aber der VfL Wolfsburg scheint einigermaßen gefestigt zu sein. Der HSV immer wieder mit Möglichkeiten, die sie aber nicht ummünzen können. Arnold bringt den Ball nochmal rein, und dann ist es Papadopoulos, der aber nicht ausreichend klären kann. Sakai spritzt wieder dazwischen. Erneuter Eckstoß für den VfL. Wir schauen hier nochmal auf die Kopfballchance von Dimata. Pollersbeck war aber zur Stelle. Den kann man keinen Vorwurf machen, aber dem ganzen HSV eigentlich nicht, der eine gute Partie spielt. Und Tor auf Schalke, das 2:2 vielleicht verdient hätte. Ab nach Gelsenkirchen. 0:2, die Partie erkläre ich hiermit als entschieden. 73. Spielminute, Lars Stindl mit dem Doppelpack. Und die ersten Pfiffe sind jetzt auch zu hören. Die Fans waren lange geduldig, aber jetzt ist es genug. Naldo, so kennt man das nicht von ihm, aber auch sinnbildlich für den gebrauchten Tag der Königsblauen. Und Borussia Mönchengladbach schießt sich, besonders weil Frankfurt auch in München hinten liegt, zu einer sehr guten Ausgangsposition. Haben jetzt beide Stand jetzt 46 Punkte, Frankfurt lediglich mit dem besseren Torverhältnis. Und apropos Frankfurt, die wollen wir nochmal sehen. Schaffen sie noch den Ausgleich in der Allianz Arena? Bayern kommt gerade erstmal nach vorne und hat auch das Zepter klar in der Hand. Das ist James Rodriguez, und der entscheidet scheinbar auch hier die Partie. Da kommen wir ja gerade recht. James Rodriguez, eine Viertelstunde knapp vor dem Ende, macht er hier mit dem 2:0 wohl den Deckel drauf. Ein wuchtiger Schuss mit rechts, der nicht als sein stärkerer tituliert werden kann. Radetzky ist natürlich chancenlos. Was für ein Treffer, unglaublich. Der Ball sitzt oben links in der Ecke. Frankfurt ist bedient und droht eben jetzt noch aus der Europa League zu fliegen, oder sie gewinnen eben im Finale dann im Pokal in Berlin gegen die Bayern, aber muss man auch erstmal schaffen. Noch stehen sie auf Platz 7, doch Gladbach ist direkt an den Sohlen dran. Bayern kommt jetzt weiter nach vorne. Ribéry gibt es gleich den Doppelschlag. Nein, das war jetzt gut verteidigt
von Frankfurt. Gibt es die Kontermöglichkeit? Jovic, ja, guter Ball auf Abraham. Der ist ja jetzt vorne zu finden, auch interessant. Setzt sich dadurch sehr gut von Abraham und Bakok mit dem Abschluss. Testet Sven Ulreich. Wir schauen uns 10 Minuten vor dem Ende diesen Schuss nochmal an. Und geben dann zur nächsten Station, wo es spannender ist. Das ist es hier definitiv. Es geht zwar für beide Teams nur noch um die Ehre. Aber gut, die Ehre ist auch einiges wert. Und was macht Rune Jahrstein dort? Nervös. Und sagen wir mal so, die Fans sind zwar da, doch mit dem 0:1 können sie nicht zufrieden sein. Schwache Partie der Hertha. Und sie feiern sich hier mehr selbst und mehr das Wetter als das Team, muss man so sagen. Nächster Abschluss von Augsburg, aber zu schwach. Sie sehen es, die Fans sind da. Doch was ist das von den Herthaner Spielern? Ein starkes 3:0 gegen Frankfurt. Natürlich spielten da auch glückliche Umstände mit rein, dass es so in dem Umfang zustande kam. Aber heute stellen sie hier leider eine Enttäuschung dar. Mal wieder muss man ja sagen, zu Hause tun sie sich extrem schwer. Vor heimischem Publikum, da ging es zwar vor 2 Wochen mit 2:1 gegen Köln gut aus, doch es war eben auch der Tabellen-18. aus Köln. Jetzt vielleicht mal die Hertha. Alexander Esswein. Esswein testet, Hits, ja, sehr gut. Und dann nochmal Kalou. Sie hören es, ich bin begeistert davon, nur weil der Berliner Sportclub jetzt mal Chancen kreiert. Wir gehen aber nochmal weiter, wo es ebenfalls spannend ist. Und zwar so richtig spannend. Köln würde mit diesem Resultat absteigen. Sie kommen nochmal nach vorne. Auch ein 1:1 würde sie nicht retten. Doch der Doppelschlag müsste so langsam her. Marc-Oliver Kempf klärt den Ball aber erstmal aus der Gefahrenzone. Und für den Sportclub wäre dieser Dreier lebenswichtig. Eben auch in Anbetracht, dass Mainz morgen noch spielt und der VfL allen Anschein nach den HSV besiegen wird. Führen ja noch mit 2:0 und dementsprechend muss Freiburg gewinnen, wenn sie den 16. Platz verhindern wollen. Also direkter Abstieg, damit ist dann alles geklärt, wenn es jetzt so bleibt. Für den 1. FC Köln, der HSV hat noch eine theoretische Chance, aber Mainz darf dann morgen nicht gewinnen. Wir geben nochmal ab. Nochmal nach Wolfsburg, wo Di Matta jetzt fast den Deckel endgültig drauf machen kann. Doch dieses 2:0 wird der HSV nicht mehr aufholen können. Nicht in den 3 angezeigten Nachspielminuten. Bittere Pille. Sie scheinen sich da jetzt so ein bisschen auch schon mit abgefunden zu haben. So hart das auch klingt, kann man auch irgendwo verstehen. Sie waren über die 90 Minuten gesehen nicht die schlechtere Mannschaft, definitiv nicht, doch es fehlen eben die Tore und das ist das, was am Ende zählt. Brooks nach langer Verletzungspause auch zu Hause mal wieder auf dem Feld. Vielleicht ein Faktor heute, der zu diesem 2:0 Sieg beitragen konnte. Ganz konnte er den HSV nicht verhindern, es gab immer wieder Chancen. Doch die nutzen sie nicht, dann war Castells da oder das Pech beim HSV. Wir sind eine halbe Minute bereits drüber. Das dürfte es jetzt gewesen sein. Und ganz bittere Minuten für den HSV. Und die Schlusssekunden werden jetzt auch noch von der Uhr verstreichen. Wir gehen dann gleich nochmal nach Freiburg. Schauen dann später nochmal hier vorbei, wenn die Partie abgepfiffen ist. Jung, ja, es ist vorbei. Wir gehen nochmal nach Freiburg. Da läuft die Partie noch. Köln bekommt nochmal einen Eckstoß, aber das dürfte es ja dann im Endeffekt auch gewesen sein. Selbst ein 1:1, wie schon häufiger erwähnt am heutigen Nachmittag, würde nicht mehr reichen. Und so schaut es dann auch aus, dass es bei diesem 1:0 bleiben wird. Cosiello kriegt den Ball nicht rein, Kempf verteidigt gut. Und dann ist die Partie vorbei. Freiburg sammelt ganz wichtige Punkte im Kampf gegen Platz 16. Direkt absteigen können sie nicht mehr. Der 1. FC Köln verabschiedet sich damit 2017-2018 offiziell aus der Bundesliga. Und auch hier in Wolfsburg gibt es Trauer. Der VfL
fügt dem HSV wohl den ersten Abstieg in der Bundesliga-Karriere zu. Oben links sehen wir die Ergebnisse. Das war die Konferenz. Ja, und vielen Dank, dass ihr bis jetzt noch da seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung oder ein Abo über beides natürlich auch freuen. Ja, tippt gerne in den Kommentaren. Glaubt ihr, es wird so passieren wie in der Prognose angezeigt? Oder kommt es ganz anders? Morgen dann alle Spiele, alle Tore ab 14 Uhr zu sehen. Bis dann, danke für die Aufmerksamkeit und ciao.